Okay. Aus dem Wald war Geflüster zu hören. Gekämpft, als hätte sie die Macht unseres Champions auf ihrer Seite. Ja, da formt sich langsam ein Bild. Eine kleine, jedoch fantastische Gruppe von Elfen erschien und umgab Quill. Ich bin Varda, Prophetin des Ursprungs des Sumpfgebiets. Und ihr seid in unser Gebiet eingedrungen. Sie musterte Quill mit einem mitleidigen Blick, dann sah sie nach oben. Ich spüre dich auch. Es ist lange her, seit ich die Anwesenheit solch eines vielversprechenden Lesers wahrgenommen habe. Ein junger Krieger marschierte nach vorne. Prophetin des Ursprungs, ich bin bereit, das Erbe unseres großen Champions zu ehren. Nagetier, gib uns unser Glasrelikt. Quill kam näher. Wo ist mein Onkel? Wer? Ihr habt ihm wehgetan! Ruhe! Brüllte Varda. Es war dein Onkel, der uns hier versammelt hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Jüngling, ich fürchte, die Bäume verkünden einen Angriff. Dein Onkel wurde zur Burg deiner Vorfahren gebracht. Quills Knie wurden weich, als Varda fortfuhr. Argus ist ein großes Risiko eingegangen, indem er uns hergerufen hat. Einst legte dein Onkel einen Schwur ab, dass er das Glasrelikt eures gefallenen Königs schützen würde. Er ist der Einzige, der noch weiß, wo es versteckt ist. Die Geheimnisvollen streben schon lange danach, ihm dieses Wissen zu entreißen. Und du wagst es, mit unserem Glasrelikt in das Sumpfgebiet einzudringen. Sarfok wird schon sehr bald diesen Wald auf der Suche nach dir und deinem Leser niederbrennen und euch in Stücke reißen. Es sei denn, ihr findet sie zuerst. Nimm diese Geschenke. Diese Waffen wurden einst für den großen Champion, der für deine Leute starb, geschaffen. Quill spürte, wie die Macht aus einer anderen Welt durch sie hindurchströmte. Mhm. Da wäre ein Schwert. Findet gemeinsam deinen Onkel, bevor die Schlange und seine Meister ihn töten. Der Krieger war wütend. Sie hat unser Glasrelikt? Aber Prophetin des Ursprungs, sie ist doch winzig! Komm jetzt. Der Leser hat seinen Helden auserwählt. Wir müssen ihrer Geschichte freien Lauf lassen, antwortete Varda mit kalter Entschlossenheit und verschwand in den Schatten des Sumpfgebiets. Oh, wie komme ich da hoch? Okay, ja. Einmal im Kreis. Boah, war das knapp. Sehr schön. Ach so, diese Schriftrollen sind scheinbar das Bild, was ich auf meinem Tisch habe. Und links daneben die Flasche sind wahrscheinlich diese ganzen Partikel, die wo ich, wenn ich was zerstöre, bekomme. Okay. Gut zu wissen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn man alle Schriftrollen gefunden hat. Oder findet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt alle finde, weil manche, hat man ja gesehen, sind auch ziemlich versteckt. Man schaut sich zwar um, aber man könnte ja immer was übersehen, ne?
Okay. Schauen wir doch mal. Und tschüss. Es war Quills Lieblingsgeschichte, wie Sir Argus an der Seite des großen Champions kämpfte, um den Geheimnisvollen den Zutritt zum Tempel zu versperren und somit das Überleben ihrer Art sicherte. Schon allein in ihre heldenhaften Fußstapfen zu treten, war eine riesige Ehre. Schon da waren das irgendwie alles meine Vorfahren. Ist da hinten irgendwas? Nein. Achso, das ist eine Wurzel da hinten. Okay, ich dachte schon. Ja, das schaut irgendwie so aus wie das, was in meinem Glas auf meinem Tisch ist. Also in dem Glas drin. Leuchtet so komisch. Okay, ich finde doch keine Rolle gerade. Den kann ich auch nicht heben. Schauen wir mal, was da hinten ist. Ah, okay. Das meinte ich. Könnten ja versteckt sein, welche. Nein, hoch. So, man muss hier runter. Okay. Kann ich dich bewegen? Ja. Ja, toll. Ah, okay. So was ist gemacht. Okay. Hier sind gleich 5 auf einmal. Und eine Schriftrolle. Und lauter Spinnennetz, wer weiß warum. Okay.
meins. Au. Sehr schön. Vielleicht noch eine. Zack. Was finde ich hier? Gar nichts. Da ist die nächste Schriftrolle. Muss ich von oben gehen und dann darunter springen. So. Ah, okay. Soll ich jetzt das machen? Aber das schaut aus wie eine Falltür. Probieren wir es. Okay. Oh. Ein altbekannter. Erstmal hier. Ich schaue jetzt mal, ob ich da hinten irgendwie hinkomme. Okay, hier komme ich nicht hoch. Gut. Jetzt mal dahin. Ne, zurück. Genau. Sehr schön, danke. Okay. Oh, ganz viele Mäuschen. Okay.
Okay, da habe ich schon mal nichts. Auch nicht weiter. Und da müsste ich links rum. So, jetzt kannst du mal herkommen. Auf dich. Jetzt gehst du mal genau da drauf. So, vielen Dank.
da oben ist noch eine Schriftrolle. Ja. Wie komme ich jetzt zurück? Ja, muss ich mich jetzt opfern, oder? Ja, schauen wir schon. Ja, dann opfere ich mich halt mal. Ah, warum habe ich die nicht vorher gesehen? Schaut ja auch aus wie der Boden. Okay, du kommst jetzt mal her. Aber flott. Einmal, du kommst jetzt auch mal her. Zweimal. So. Thank you.
Ach so, Mensch, sag doch gleich. Okay. Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. Was? Auch nicht. Da kann ich bestimmt etwas drehen. Okay, da ist ein Schalter. Und sonst nichts. Okay. Da findet sich auch nichts. Was ist das für ein Schalter hier? Was passiert hier? Aha. Muss mal her. Gehst du mal hier rüber? Genau. So. Sehr schön. Was passiert da? Ja, darüber, aber schauen wir mal, vielleicht findest du da hinten irgendwas. Okay, da ist schon mal nix. Und Karussell, juhu. Juhu. Oh, toll. Du bleibst brav stehen. Okay. Sind da oben irgendwas? Auch nicht. Okay.